Ich bin gerade einfach nur meinem Gefühl gefolgt. Wie zur Hölle können hier so große Hallen existieren? Ist doch unnormal. Komme ich auf dich rauf? Nee, auf dich nicht. Auf dich? Ja, auf dich komme ich rauf. Dann muss das ja auch funktionieren. Okay. Gucken wir nochmal ganz kurz. Genießen wir mal einen Ausblick. Da gibt es eine... Doch, da ist eine Zünderbüchse. Komme ich hier jetzt auch wieder zurück oder habe ich mich jetzt total verdrüpselt? Ich habe mich verdrüpselt. Ah, oh, ist unfair. Ich glaube, ich habe aber kein Messer, oder? Weil ich gut bin. Kann ich das... Nee. Okay. Ja, ist gut. So. Boah, eine Kuh. Ist das widerlich. Wie so eine Kuh. Der Verräter wusste nicht, was er von den Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, ihn einzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es ein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Ist das ekelhaft. Kann ich die aufmachen? Kann ich da irgendwas reinschmeißen? Einmal mit Teer oder so? Was ist das? Das ist schon mal das vierte Stück. Ist da noch was? Ja, hier ist eine Zünderbüchse. Wunderschön. Und? Lampenöl, bitte! Den halt nicht. Furze! So. Was sagt denn der Brocken war? Mission 3, bla bla bla. Notizen. Da. Lebensessenz, Blut fehlt uns, das haben wir. Wir haben Tamte und die Pilze. Jetzt brauchen wir nur das Blut. Wo kriegen wir das Blut her? Ach, Laber. Sag bloß, ich muss mir irgendwo eine Leiche herholen. Oder Menschen, den reinpressen, Alter. Und dann richtig schön durchschmoren lassen. Das wäre recht widerlich. Wenn ihr mich fragt. Piss mir schon ein bisschen in die Hose, weil ich glaube, hier läuft irgendwo ein Monster rum. Schon mal gut. Da gehe ich nicht lang. Ich versuche dann nochmal auf die Dings drauf zu klettern. Auf die Dings. Auf die Säule. Scheiße. Doch irgendwie machbar sein. Nice. Geil. Ja, ich weiß, ich habe mich gerade sehr nice gelobt. Das ist nicht so cool, aber... Ich fand's gut in dem Moment, ja? Also werft mir es nicht vor. Shit! 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 Shit!
Shit, 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 shit. The wheel is good for keeping your victim still during the procedure. They can be bound around the circumference or simply stretched across, tying limbs to the spokes and rim. All tools are by this point useful, and you may administer the torture in any way you like. But the forte of the wheel is the gaps. When you have decided that the victim shall die, you can smash their limbs with a hammer, making them fold in between the frame. But they'll die. Too quickly, I mean. No, don't worry. The human body is much more resilient. They can survive for days until they finally succumb. War es gescriptet? Dass der da kommt? Warum geht hier jedes Mal irgendwas auf? Die Gliedmassen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Seil fest in sein Bein legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers. Auf den Oberkörper, Alter. Ich spüre schon irgendwie wieder. Das ist eine Kugel. Dicker Fleischhammer! Aber wo hole ich mir jetzt mal eine Leiche her? Du kommst mal mit zu Papa. Obwohl, du kannst mal hier bleiben eigentlich. Obwohl, bleiben auf. Man weiß ja nie. So, wir haben jetzt 5 Splitter. Oder Stücke, je nachdem. Eins brauchen wir, glaube ich, noch. Wir haben die Essenz. Wir haben den Knochen. Uns fehlt jetzt nur noch Leiche. Oder eben Blut. Ja, uns fehlt noch Blut. Das müssen wir destillieren. In der Kuh. Ja. Und ich habe keinen Blass, wie ich das machen soll. Und dieses Fick, die wartet bestimmt vor der Tür. Das war dumm. Ja, ich komm gleich, Mami. Ich komm gleich. Ich bin jetzt schon so weit gekommen, ey. Kann ich mir halt kommen, wenn sehr sorgfältig ist. Ja, man muss jetzt mal alles ausprobieren, wa? Sie bleiben nicht zusammen. Da muss ich die einzeln in die Dings nachher packen. Das ist ja echt schwul. Okay. Egal, wir bleiben jetzt erstmal in der Fackel. Um unseren Verstand ein bisschen zu beruhigen. Okay, ich bin jetzt mal überlegen. Ich muss mir eine Leiche schnappen. Sie an das Rad fesseln. Sie in das Rad fesseln, den Brustkorb einschlagen, Blut abzapfen und das zur Kuh bringen, damit das wegdestilliert werde, wird, dann mischen und zurück zu Alexander mit den 6 Kugelfragmenten. Klingt machbar für mich. Was? Wo soll ich denn jetzt eine Leiche hernehmen? Das ist so unfair, ne? Ich glaube, wir mal was trinken.
Gut. Anstatt dass wir uns irgendwie Adrenalin spritzen können. Ach nee, wir sind ja erst 1800 noch was. Da gibt es ja noch gar nicht Adrenalin, glaube ich. Also im Sinne von flüssiger Form, dass man sich das geben kann. Scheiß drauf. Ich glaube, wenn uns das körperlich gut geht, müsste es geistig schneller gut gehen. Weil ich meine, wir sind ja heil, ne? Uns geht's ja gut. Außer, dass wir natürlich in diesem großen, in diesem Cave, dieser Höhle, in diesem überdimensional großen Kerker, Folterkeller, ja, eingesperrt sind, geht's uns relativ gut. Mir auf jeden Fall. Okay, gehen wir weiter. Okay, der ist schon wieder da. Mach keinen Scheiß, Engel. So. Wie folgst du mir hier, Bitch? Bist du überhaupt noch da? Er kommt nicht. Er kommt nicht. Persönlich muss ich ja sagen, dass ich darauf warte, dass er disappeared. Wenn er lange genug wartet. Das hat letztes Mal auch ganz gut geklappt. Als ich mich da in der Ecke versteckt habe. Und er die Tür eingeschlagen hat. Sag ich ja. Verstehe, der ist getriggert, um mich über diese Säule zu zwingen. Interessant. Scheiße. Ich wollte eigentlich in der Nähe der Wall bleiben. Das kann ich mir jetzt aber auch abschminken. Das ist eine Rohrleitung. Komme ich da irgendwie rauf? Das ist aber nur eine Brücke. Okay, ich gehe jetzt erstmal alles ab. Ich darf auf jeden Fall noch nicht in die Tür Altareingang oder Vorraum oder wie auch immer, weil da war ich ja schon. Mir fehlt ja, wie gesagt, noch das Blut. Ach du Scheiße. Das ist diese eiserne Jungfrau, ne? Alter, ne. Bitte nicht, Alter. Ich hab noch 7 Minuten, ich will aber nicht. Ich guck mir die jetzt gar nicht an, ey. Die macht mir richtig Angst jetzt, ne?
Das ist echt unfair. Wer weiß, was da drinne ist. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Alles wird gut, Tobias. Da leuchtet rot. Wieder eine Kugel. So. Ich glaube, das waren alle. Da kommt bestimmt jetzt so eine Leiche raus oder so. Irgendwas kommt da raus. Deswegen werde ich diese scheiß eiserne Jungfrau nicht aufmachen. So. Wir müssen immer noch Agrippa befreien. Was eine dumme Fotze, Alter. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, war das gemein, Alter. Jetzt hat's gelaggt. Das war unfair. Wieso hat das gelaggt? Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen. Verschlossen worden, aber es dann noch ein schwarzer Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut seinen Beinen herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Körper leicht nach vorne. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Was mache ich jetzt mit dieser eisernen Jungfrau? Ich verstehe das nicht ganz genau. So, wir haben... Johann Weyer müssen wir immer noch finden. Ich höre das Monster draußen. Ne, ich kann... Das ist erstmal so genug für heute, ey. Ich hoffe, es gefallen. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.